Wer von euch hat denn schon mal einen Config-File geschrieben? Bitte jetzt die Hände hoch. Gut, das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Also ich würde sagen, ungefähr 50% der Leute im Publikum haben sich gemeldet. Bei Jugendhakt werden Dinge leichter gemacht für Menschen, die Probleme haben. Hier geht es um Probleme, die Leute haben, die Config-Files schreiben. Und deswegen heißt das Projekt auch Config-Fu. Und das stellen euch jetzt Max, Joshua und Finn vor. Einen ganz herzlichen Applaus. Ja, hallo. Wir sind die Gruppe Config-Fu und wir möchten euch heute unser Projekt vorstellen, das wir das letzte Wochenende über gemacht haben. Und zwar hatten wir eine Grundidee. Wir wollten das Schreiben von Config-Files einfacher machen, weil wer kennt es nicht? Man will einfach mal was konfigurieren und dann nach 3 Tagen ruft die Mutter an, weil man nicht mehr aus dem Manual-Page rausgekommen ist. Unser Lösungsansatz war, als erstes wollte ich erklären, was Manual Pages sind. Entschuldigung. Manual Pages sind Anleitungen, die wir in der Konsole aufrufen können, wo wir nachlesen können, was die verschiedenen Konfigurationsoptionen bedeuten und wie wir die am besten einstellen können. Die haben ein ziemlich ekliges, eigengeschriebenes Format und irgendwie gefühlt jeder zweite Mensch, der einen Manual Page geschrieben hat, macht das anders. Was es schwierig macht, das zu parsen. Und unsere Projektidee war, dass wir Manual Pages nehmen, die mit C-Tags indizieren und dann eine Vim-Extension schreiben, die automatisch Commands vervollständigt und uns die Möglichkeit gibt, wenn wir bei einem Command sind, nachzulesen, was der tut, indem wir den suchen. Ja. Und jetzt macht Finn weiter. So, das Problem bei diesen Man-Pages ist einfach, dass es jeder, wie gesagt, anders macht. Es gibt manchmal, dass sie 7 Leerzeichen nehmen für Sachen, manchmal, also nutzen immer anderes. Der Source ist ganz unübersichtlich. Wir haben uns jetzt schon überlegt, dass wir einfach die Datei, wie sie auch für Menschen angezeigt werden, nutzen, so wie es hier hinter mir zu sehen ist. Und dabei schauen wir einfach, haben wir so uns überlegt, dass wir schauen, wo gibt es welchen Ident, also wo ist wie viel eingerückt. Weil wir haben festgestellt, dass eine Option, danach kommt eigentlich bei jedem, der eine Manpage geschrieben hat, eine Beschreibung zu dieser Option, die einmal mehr eingerückt ist. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir mit Python einfach ein kleines Skript schreiben, was sich diese Datei anschaut und halt dann auch entsprechend verarbeitet in diese C-Tags-Sachen, sodass man das in Vim anzeigen kann. Das ist halt schneller Python-Code, also schnell hingeschrieben. Jetzt nicht besonders gut, aber es kommt das raus, was wir haben wollen. Und um das Ganze nochmal zu zeigen, gebe ich das Mikrofon mal weiter. Ja, als nächstes kommen wir zu einer kleinen Demo. Wir haben für euch mal Vim vorbereitet. Hier gehen wir im Endeffekt hin, wir haben einen kleinen Comment vorbereitet und zwar ist der ganze Make Man Tags und danach können wir einfach einen beliebigen Man-File angeben für eine Konfiguration. In unserem Fall machen wir zum Beispiel dhcpcd.conf, das ist im Endeffekt ein dhcp-Daemon. Jetzt haben wir das Ganze generiert, im Hintergrund sehen wir so ein bisschen, der File wurde analysiert. Jetzt können wir Enter drücken und jetzt sind wir im Endeffekt eigentlich schon fertig. Jetzt können wir schon in Insert Mode gehen und hier halt Tag Completion machen. Hier sehen wir halt alle Optionen, die möglich sind. Dabei haben wir eben alle Standardmöglichkeiten, also wir können auch zum Beispiel suchen, einfach nach IP, was gibt es denn mit IP eigentlich bei dhcpcd zu finden. Und dann zum Beispiel IPv6 only. Und wenn man sich jetzt halt fragt, was waren das eigentlich nochmal, können wir halt hingehen. Okay. Klappt meistens. Vielleicht sucht man, ja. Du brauchst ein G. Okay, genau. Hier sehen wir dann zum Beispiel, der ist in einem File abgespeichert und ist im Endeffekt ARPing. Darunter sehen wir unten, ich hoffe, das sieht man ein bisschen besser, ARPing, da können wir eine Adresse angeben und
dahinter eben die Adresse, aber Apping-Adresse. Und wir wollen vielleicht noch wissen, was ist denn die Main-Page-Entry dazu? Dann können wir sagen 1, Enter. Okay, du musst ein White machen. Ja, nee, mach mal einen White-Test. Genau, und jetzt kannst du es machen. Ja, und jetzt können wir raufgehen. Und jetzt sind wir sozusagen direkt an der Stelle in der Manual Page und können das nachlesen. So, da wir uns überlegt haben, es ist zwar ein schönes Skript, aber wie baut man das schnell in seinen Vim ein, haben wir uns überlegt, dass wir für das Arch Linux, eine Linux-Distribution, das auch noch zur Verfügung stellen, und so dass man es einfach installieren kann, und haben es deswegen auch ins AUR gepackt, also ins Arch User Repository, sodass man es mit seinem AUR-Client und dann mantex-git heißt es, so rum. Also man installiert einfach mantex-git, so wie es hier steht, also ich nutze jetzt KGA, man kann auch pack-AUR oder was auch immer nutzen, und hat es dann sehr schnell installiert. Ich glaube, ihr habt an den begeisterten Zwischenreaktionen aus dem Publikum gemerkt, dass da ein paar Leute sehr, sehr dankbar für das sind, was ihr gebaut haben, weil es sehr konkret und sehr real ihren Alltag und ihre Arbeit verbessert. Aber jetzt noch mal eine Frage. Ihr habt ja vorher gesehen, am Anfang ungefähr 50% der Leute im Raum haben sich nicht gemeldet, und die haben vielleicht gar nicht so viel von dem verstanden, was ihr jetzt erklärt habt. Noch mal eine Frage. Es wirkt jetzt so, als wärt ihr auf die Welt gekommen und hättet quasi sofort euer erstes Config-File geschrieben. Wie alt wart ihr denn tatsächlich? Als ihr euer erstes Config-File geschrieben habt. Könnt ihr euch noch erinnern? Würde ich jetzt super gerne einmal kurz von euch wissen. Hier, einem fällt's ein. 12. Ist ein reales Problem, ja. Also, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Also jeder schreibt irgendwann in seinem Leben textbasierte Config-Files. Aber du willst jetzt nicht verraten, wann es bei dir das erste Mal passiert ist. Okay, gut. Das würde zu viel veröffentlichen hier. Gut, alles klar, Privatsphäre. Ja, ich wüsste es auch nicht mehr. Also ich habe vor irgendwie, ich weiß nicht mehr, 6, 7, 8 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, mit Programmieren angefangen. Und wann ich jetzt mit Configs angefangen habe, gute Frage. Ich habe zwar damals auch relativ schnell mit Linux angefangen und nicht Windows genutzt, aber keine Ahnung. Gut, also manche Leute fragen sich ja, ab wann man ein richtiger Programmierer oder eine richtige Programmiererin ist. Ich glaube, bei euch stellt sich die Frage nicht mehr. Ganz vielen herzlichen Dank, großen Applaus für das Team Config Crew.